Deutschlandfunk präsentiert den Wettertalk MV aus dem Technologiezentrum im Wismarer Hafen. Herr Dr. Exmann, es ist Tag und ich habe den Mond erblickt. Sie auch? Immer wieder gerne. Ich mag den Mond, weil das ist ja ein ständiger Begleiter und Mond sehen heißt ja schönes Wetter. Ja. Ach so, da sind wir schon bei meiner Frage. Das heißt, genau, warum sehe ich den jetzt am Tag? Ich sag mal naiv, ich sehe ihn ja eigentlich sonst nur in der Nacht. Jein, man ist unaufmerksam. Also wir alle, ich auch, das bedeutet, den Mond haben wir auch genauso tagsüber wie auch nachts. Nur nachts leuchtet er natürlich besser, weil er von der Sonne angestrahlt wird und die Sonne hinterm Horizont ist. Aber sehr oft haben wir ihn auch so wie heute zum Beispiel auch oberhalb des Horizontes, auch wenn die Sonne noch da ist. Und dann habe ich eine Mondphase. Also das bedeutet, wir sind eigentlich unaufmerksam. Der Mond ist doch genauso oft tagsüber da wie nachts. Ja. Und wenn wir uns den Mond einmal betrachten, er ist weiß, ist er abnehmend oder zunehmend? Da gibt es doch auch noch ein Sprichwort. Können Sie das einmal ganz kurz erläutern? Oh, Sprichwort, da bin ich etwas sozusagen an der Grenze des Machbaren. Ja, also grundsätzlich gilt die Abkürzung A für abnehmend. Die Rundung des A ist auf der linken Seite. Das bedeutet abnehmend, also der wird immer kürzer, also immer kleiner pro Tag. Und das altdeutsche Z, das ist so wie so ein Se aus dem Russischen. Mhm. Das bedeutet, da habe ich die Rundung auf der rechten Seite. Und das bedeutet, das ist zunehmend. Also ich muss schauen, wo die Rundung voll ist. Das bedeutet dann entweder abnehmend oder zunehmend. Und dann kann ich auch abschätzen im Endeffekt, wann Vollmond ist, beziehungsweise Neumond. Das bedeutet nicht, dass wir eine Finsternis haben, sondern der Mond ist einfach nicht zu sehen, weil er exakt auf der Unterseite der Erde ist. Ja, ja, liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir zeigen Ihnen jetzt mal den wunderschönen Mond. Viel Spaß. Herr Dr. Exmann, wird es denn jetzt weiterhin auch im Hinblick aufs Wochenende so schön sonnig und blauen Himmel? Nein. Toll. Also der Mond bleibt uns erhalten, aber nicht wirklich, dass wir ihn sehen können. Heute haben wir es noch schön. Das geht schon morgen den Bach runter im Sinne von Sichtbarkeit. Also viele, viele Wolken, viel Wind. Also daher hat sich eigentlich erledigt. Das Wochenende ist ähnlich durchwachsen. Und sowohl am Freitag als auch am Sonntag erwarte ich neben den Wolken auch noch Regen. Also das wird eine, ich sag mal, wechselhafte, eher herbstlich, denn winterliche Wetterstimmung werden, ja. Und das heißt, Regen kommt auch oder können wir ein bisschen mit Schneefall rechnen? Das ist so an der Grenze des Machbaren. Also der Meteorologe sagt immer, alles klar, wenn in circa 1,5 Kilometer Höhe minus 5 Grad und weniger sind, dann kommt das als Schnee raus. Frau Holle ist da oben. Wenn es weniger sind, dann wird es schon knapp. Wir sind gerade an der Grenze. Das bedeutet, ich gehe von Regen aus, der durchaus mal eine Flocke dabei haben kann. Also es wird nicht dafür reichen, dass man irgendwie richtig was schön Weißes vom Himmel bekommt. Der Niederschlag wird also das meiste in flüssig Wasser runterkommen. Mhm. Ja. Das heißt aber, es gibt auch Bodenfrost und in der Nacht auch Nachtfrost, oder? Also, da wird es ja runterklettern. Also Bodenfrost im Sinne von, also wir ratschen da diese 0 Grad an und im Landesinneren kann auch mal eine minus 1, minus 2 kommen. Ja, das hat wieder damit zu tun, wenn wir keine Wolken haben. Dann zack, sofort minus 2, minus 1 Grad. Wie hier an der Küste, denke ich mal, werden maximal die 0 Grad haben nachts. Tagsüber haben wir irgendwie 5 Grad, 6 Grad. Tendenz abnehmend. Also die Kälte kommt langsam. Der Wind, der ist noch nicht ganz vorbei. Okay, das heißt Wind still. Fast. Ja. Morgen haben wir noch die milden Temperaturen, da haben wir auch wieder den Westwind. Und dann Samstag, Sonntag, da wird es ruhiger. Und mit dem ruhiger werden, also weniger Wind, heißt auch, die Temperaturen gehen runter. Ja. Alles klar. Vielen Dank, Herr Dr. Exmann. Ja, sehr gerne. Liebe Zuschauer, wir sehen uns beim nächsten Wettertalk wieder. Und bis dahin genießen Sie, das Wetter. Ne? Also viel gibt es ja nicht zu genießen. Das herbstliche Wetter genau. Richtung Winter wollend. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Biopark präsentierte den Wettertalk MV.